Hi Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von GTA 5 Online. Und wieder mit dabei ist der Chris von ChrisPlay. Mahlzeit! Der Mr. Helm. Moin Moin, der hat mir mein Mahlzeit geklaut. Und der Onkel von GamersCheck LP. Hallihallo! Ja, ja, und ja, wie man dann heißt? Was? Helm, das färbt ab. Sicherheit. So, wir machen jetzt ein Heist hier. Ich drück mal schnell auf Spielen. Damit der Gefängnisausbruch. Man nennt mich auch Mikey Scofield. Wer ist das? Prison Break, das? Mensch. Hast du nicht geguckt, wa? Aber auf gar keinen Fall. Oh, guck mal, ich hab eine Errungenschaft. Ja, der Gabak sieht jetzt anders aus. Ja, hat genau. Einen Taucheranzug an. Passend zum heißen neuen Look. Ich dachte, ein bisschen freaky. Wir müssen über Arbeit reden. Ja. Das ist übrigens nicht Lester. Cool, nee. I'll get set up. Du bist Pandemie. Den haben wir ja schon kennengelernt, ne, Helm? Ja. Den oh, die gibt's jetzt hast du den reingelassen und jetzt kommen auch die anderen und verprügeln ihn. Genau, das sind die alle. Oh, sind die sexy. Richtig. Nee. Helm, warum hast du dich eigentlich so schick angezogen? Das bist du gar nicht, das ist der Onkel. Ja, nein, das ist der Onkel. Ich bin gar nicht im Bild, eine Frechheit. Lavin, da geh mal und so. Komm, ich hab die geilste Hose an. Ihr seid nur neidisch. Guck mal mein Gesicht. Die haben dich ausgeblendet wegen der GEMA, wegen Heino und so. Guck mal, die geile Hose. Das arme Zebra. Das war's wert. Ich will gar nicht wissen, wie viele Tiere für meine Lederweste gestorben sind. Für deine Taucherkunst. Taucher. Das ist halt der Legend, das ist meine Güte. Wie viele Robben da drauf gelandet sind. Retro-Leggings. Das ist ein Imitat eines Leder-Imitats. Genau. Heißt es wiederum Stoff. Okay. Ich hab das Gefühl, euer Video ist schon weiter weg, als weiter vorgedrungen als meins. Nee, wir müssen jetzt hier auf jeden Fall erstmal den Bus besorgen, Flugzeug besorgen. Bus, toll, ich bei mir erwähnt er jetzt erst den Bus. Mein Leben lang wollte ich Busfahrer werden. Naja, da ist doch ein Bild auch erst. Sieht man doch. Ja, Flugzeug, Bus und Gefängnis. Und Haus. Standard Bolingbrook Transport Vehicle. The least traffic is on the route from Palito Bay. Alright, that's where you're going to be able to get a hold of one. You can get a hard copy. Okay. Of the inmate transit schedule at the LSPD's Mission Row Station. Go in, unarmed, play it cool, you might not have a problem. That's a two-person job, max. The other two-hander is our guys... Es ist jetzt müssen wir also jeweils zwei Leuten etwas machen. We believe it's about to be shipped to Korea by a luxury car theft ring. Okay. Mr. Kress said you guys are at least semi-competent, so, well, Professor Reshkovsky pays well. Super, ja, Chris. Du weißt Bescheid. So, alles klar. Warum hat er jetzt Handbewegung? Handbewegung, ja. Das frage ich mich auch. Was wollen wir denn zuerst machen? Wollen wir das Flugzeug besorgen, na, den erstens, Bus ne? oder die Station? Ja, na, Flugzeug oben anfangen. Genau, no, Reihe nach. Geht's los. Doch. Flugzeug. Was jetzt? Einstellung bestätigen. Vorauswahl, Geld. Wohin? Wohin? Kann ich nicht, Gabax muss einfach starten. Ja, ja. Da unten steht doch, warte auf den Horst. Horst. So. Ah, jetzt kann ich wieder aus. So, wer ist. Ich, ja, gut, dann mache ich gleich Pilot, ne? Oh, warte mal, den Outfit hier. Hat er wieder gut abgepasst. Hässlich. Ja. Das sieht gut aus. War das so? Könnt ihr selber eure Sachen auswählen? Ja, ne? Natürlich. Ich bin der hier. Mit Sperrband. Also ich bin bereit. Wo geht bereit? Ah, da, ich bin bereit. Ich bin Pilot, Scharfschützen. Ist ja eigentlich wieder meine Prinzessin, Neva. Ne, schade. Ne. Ich nehme Michael Myers. Ich dachte, jetzt könnte ich quasi die Uniform, die ich gerade getragen habe, einfach so behalten, aber. Also ich habe die teuerste Maske, steht schon mal fest. Die nehme ich bereit. Yes! Und du brauchst keine Maske. Ich habe schon eine.
das doch die. Guck mal, wie hässlich die Klamotten sind. Hier noch mit dem Gabax zusammen, ernsthaft? So, und jetzt? Ja. Was muss ich jetzt machen? So, jetzt müssen wir erstmal in ein Auto, cooles Auto steigen. Da ist doch eins. Ich nehme den gelben hier. Ja, seid ihr alle da. Das ist meiner. Oh, what the fuck? What the fuck? Der Fallschirm umgebracht. Ich hab nur zwei Plätze, sorry. So, go. Ich glaub, die Bumsbanane fährt los. Ich muss nur mal vorwarnen, dass der Onkel hält mit einem Stoppschild, glaubst du nicht. Ich wusste, dass da drüben ist landen. Oh, wir sind überholt gefahren. Warte mal, ich bin der Fahrlehrer. Ich habe drei Punkte abzuziehen. Rot über die Arme. Warum bin ich jetzt nicht... Gabax, hat der Schulterblick gefehlt. Ja. Geblinkt hast du auch nicht. Soll ich mal ein bisschen hier aus der Karre ballern? Da hinten, der gelbe, ist ein schönes Ziel. Nein! Aber wenn, dann bitte mit, Bazooka. Bazooka? Granaten am besten. Granate, Haftbombe, Annäherungsmine, Molotov-Cocktail. Kannst du auf drück. Ach nee, bei dir weiß ich nicht. Ich hab ja Controller, du hast ja wieder Tastatur. Ja. Sag doch, ich soll Y drücken oder so. Oh. Kreis, wie auch immer. Kreis, natürlich, ein Kreis. Da wurde die Kamera ändert. Das sieht cool aus, wenn du als Beifahrer bist. Ups, Kamera ändern. Ach da, okay. Also nicht V, sondern das andere. Müssen wir erstmal zum Flughafen fahren. Das wäre echt schöner gewesen, mit dem Hummer zu fahren. Ich weiß jetzt gar nicht, warum wir... Seid ihr nicht in der Nähe? Natürlich. Ja. Ich dachte, Onkel steht am Stoppschild. Nein, nein. Also, Onkel, okay, komm, die kriegen wir. Seid ihr denn? Ich sehe euch nicht mal. Na guck mal, du hast unten links so ein Ding, das nennt sich Map. Genau. Die kann man, wenn du... Ach, du hast ja wieder... Ich will mal die Tastaturbelegung für den... Ja, die Tastenbelegung vom Controller sagen. Ich wollte gerade sagen, drück mal nach unten, da kannst du die Map größer machen. Nö. Also ich fahre hier gerade auf Anschlag, also überholen könnt ihr nicht. Müssen die Karos schneller, man weiß es nicht. Man munkelt noch. Nee, die Karre sieht nicht so schnell aus. Roma wäre schneller gewesen, aber der hier ist ziemlich nice, finde ich. Oh, jetzt scharfe Kurve. Ja, ich lass schon mal ausrollen. Vorsicht, Bodenwelle. Hörst du richtig vom Motor. Trotzdem rutscht auf, wo ich voll vom Gas gegangen bin. Das war noch Zeiten, Call McCain Rallye. Nee, wie heißt das hier? Drift, nee, Dirt. Ja. Nee, Drift, nee, Dirt, nee. Calling McCain. Oh, nee, ja, genau. Dirt hieß das, glaube ich, mit in 250 Metern Bodenwelle. Achtung, ja. Bodenwelle. Ja, das hat sogar gepasst. Alter, rutscht der. Alter, auf Sand ist der, fährt der sich wie keine Ahnung. Muss er das Stoppschild überfahren? Ja. Das arme Stoppschild. Ich schick Grüße ins Kaffee. Das arme Stoppschild, ist wieder aufgestellt. Wo seid ihr denn? Ach, wie weit ist das denn eigentlich, ey? Das ist doch zum Flughafen hin. Kann man nicht so, hätte man nicht mal so ein Minispiel einbauen können? Ja. Gameboy oder so? Ja, genau. Die Beifahrer spielen, was weiß ich. Ja. Oder an sich Ja, an dir, Gabax. Ja, natürlich. Weiblich. Habt ihr wieder das DS während vergessen? Während ich fahre. Ja, huch, klar. Wenn, dann hätten wir es andersrum machen. Fenster ist kaputt Helm gegangen. Helm klopft mit Flammen in die Scheibe ein. Na, super. Entschuldigung. Versicherung. Ich wollte nur aus dem Moped-Fahrer ziehen, des Spaßes wegen. Der Helm braucht eine frische Luft. Genau. Wir müffeln so drinnen. Oh, Maske aufsetzen. Ach, Maske? Geh, okay, Maske aufsetzen. Ich hab zwar schon eine Maske auf, aber Onkel, ich zieh gern noch eine über. Null. So. Ah, hier, guck mal. Auch auf der Straße bleiben, sehr gut. Oh. Kack, da sind sie da. Erstmal eine Waffe rausholen. Oh, ich bin noch mit Controller. Ah! Hier, schau mal, da kannst du drauf schießen. Ja? Vorsicht, Vorsicht! Ja. Wow. Alter, was machst du? Ich muss weg, da sind die Leute, die auf mich schießen. Aber guck mal, wir sind doch jetzt schon geübte Schießer, weil... Geübte? Ja, ja, das hat das letzte Mal auch von Chris. Wir haben nur ein Teamleben. Oh, tot. Alter, wie viel sind denn hier? Ich seh die nicht mal. Ja, pass auf, Chris, lass dich nicht erschießen. Ansonsten gehst du einfach in Deckung.
kannst dich ja hinter Autos klemmen. Warum fährt hier immer irgendjemand? Ja, das sind hier... Ja, genau das. Ja, wir haben jetzt nur noch ein Leben. Null. Also das, einer darf nur noch sterben. Pass auf, da kommt ein Auto von links. Mit Kuruma wäre das natürlich deutlich einfacher gewesen. Oh, der ist gepanzert und wir hätten nicht sterben können. Leck mich doch! Wow, ich bin auch gleich tot. Fuck. Geh oh, schnell ins Auto. Da vorhin kommen ja immer mehr. Ach, Gabax, oh, du hast was das denn versaut. Jetzt? Onkel hat's versaut. Ich? Ach, Onkel. Nee, Onkel ist gestorben. Onkel ist gestorben. Onkel ist gestorben. Du weißt schon, dass mich das Geld kostet, ne? Ach, aber jetzt ist nicht. Jetzt ist nicht. Wir müssen nicht nochmal alles fahren, ne? Doch. Nee. Oder? Natürlich. Mach mal Enter hier, fortsetzen. Onkel, Vorsicht, nicht mich abschießen. Ich bin im Container hier drin. Boah, ich bin tot. LOL. Alter, das gibt's doch gar ernsthaft? Nicht. Ernsthaft? Okay, schon wieder schuld? Na, jetzt kommen sie schon. Ich stehe immer wieder auf. Oh Mann. Ja, bei mir auch. Leute. Ernst, ist das euer Ernst? Jetzt weiß ich's nicht. What the fuck? Vorsicht. Ja, geh mal in Deckung, da kommt schon wieder Vorsicht, Verstärkung. Vorsicht. Oh. Was jetzt? Och, Leute. Was denn? Ich bin noch da. Oh ne, jetzt nicht mehr. Ich bin nicht down. Ich bin down. Och, Mann. Leck mich doch mal. Ist der Gabax oder was? Ja, ich muss ja die Leute erschießen da unten. Oh, der steht einen Kilometer fuck, weit weg auf dem Turm. Und sagt, lasst euch nicht erschießen. Den hab ich. Da ist keiner mehr drin. Da kommt noch ein Auto. Auf dem Flugfeld ist noch was. Der hat mich. Ich bin gleich wieder tot. Ich bin mitten in der Scheiße drin. War eine super Idee, da reinzurennen. Na, wo ich stehe, aber. War blöd, dass die uns gleich am Anfang entdeckt haben. Ist schon weg, ja, natürlich. Meine Fresse. Don't rush this. Der parkt wieder direkt vor der Tür. Achso, du willst hier aussteigen jetzt. Ja, ich leg mich mal hier auf den Boden. Oh. Mir doch! Hilfe! Hilfe, ich bin hier rüber! Man sterbt doch mal! Au! Sehe überhaupt nix! Irgendwas schießt auf mich, ich sehe nix! Hier hinter! Oh, jetzt rinnt er in die Halle! Ja, echt, lauf rein! Boah, Alter, hier sind ganz schön viele Leute. Von links schießt es noch. Ach, scheiße. Naja. Hilfe. Ein paar Leute. Da direkt eine hinter dir, Garak. Ja, da sind ganz viele. Lauf gerade einfach in die Halle rein, schnell. Weil in der Halle ist, Alter. Ja. Los, schieß die Leute ab. Ich steig ein hier. Nicht mich abschießen. Welche Halle? Ich steig ein, du scheiß Penner. Hier ist auch los, Energie. Braucht noch jemand? Oh ja, ich brauche Energie. Steig ein! Los! Ich hab ein Auto. So, ich starte die Maschine, los. Na und dann? Bei uns und dann müsst ihr mit einsteigen, glaube ich. Einsteigen. Gar nicht einsteigen. Bei uns geht steht nicht, immer noch ja, dann nicht, dann halt ab. Dann hau ab. Dann haut ab. Hau genau. ab. Du hau ab. Los. Wie soll ich denn hier wegfliegen? Da sind Autos im Weg. Scheiß Autos, geht weg. Weg mit den Autos. Jo. So, macht Abdampf. Bei uns steht immer noch, wir sollen die alle entfernen. Nein, hau einfach ab. Los, abhauen. So, also mir hat er auch gerade gesagt, ihr sollt aufräumen. Nicht jetzt? Ja. Boah, hey, wo bist du? Hier hinter dir, Mann. Hier in der Halle ist gut. Echt? Hm. Ist halt ein, oh. Okay, renn weg einfach. Oh, ich bin hier wieder irgendwo. Mitten, wo bin ich denn? Ja, hier wo kommt zu uns. Alter, wo rennst du hin? Ich weiß es nicht. Ich hab grad Panik. Minimap und so. Ja, genau. Und jetzt lauf hinten rum. Nach links von dir aus. Komm schon! Wie komm ich jetzt in die verfickte Halle?
Also ich muss das Flugzeug jetzt im Hangar abstellen gleich. Bist du in der Halle? Ich komme in der Halle. Bin da. Komm rein, hier in die Ecke bei uns. Dreh dich mal um. Das ist wie Schieben. Ich hoffe, ein bisschen warten, dann lädt sich dein Leben wieder auf. Welche. Bei hinten rechts ist der Ecke. Wann lädt sich dein Leben auf? Du musst selber auffüllen. Nach einer gewissen Zeit. Bei hinten rechts in der Ecke da. Bei Onkel, liegt da noch ein Ding? Ich hab's gerade genommen, weil ich vorhin völlig mal Susi. Doch, da liegt eins. Wie kann man das denn nehmen? Ah, ich muss einfach nur drüber laufen. Ey, wir haben es geschafft. Da ist noch. So? Oh. Ja, lasst euch bloß nicht erschießen. Schießt noch einer rechts. Wir haben's. Den habe ich? Muss noch einer sein. Ja, das ist der noch, auf Flugfeld. Den hast du noch nicht. Ah, Moment. Das ist ganz einfach. Überfahre ich einfach die Dinge so. Ja, lass dich bloß nicht erschießen als Fahrer, ne? Jetzt ist alles leer. Verlasse die, bla bla bla, das Flugfeld. Genau. Ich muss jetzt die Flugzeugkarte abgeben hier. Ich muss jetzt gleich noch landen. Wohin? Steig ein, Helm. Weg da. Der hat selber ein Auto. Fahr zwar auf den Felgen, aber egal. Karre kommt ja auch nicht vorwärts hier. Ibi! Wir ja beide nur noch ein Rücklicht habt, super. Wenn uns jetzt die Polizei anhält. Wir haben gerade beide Rücklichter. Bei mir nur eins. Lass mal gucken, wo ich hier landen soll. Ja. Dass da jetzt irgendein Riesenflugzeug im Weg ist. Oh mein Gott, wir haben doch so lange rumgepimmelt. Wir haben es doch super geschafft, im ersten Versuch, Mensch. Natürlich. Gar nicht, was du meinst. Auch nicht. Einwandfrei, nur blöd bei Nacht halt. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Warte, bis der Pilot Wellum abgeliefert hat. Genau, ich können wir uns irgendwo hinstellen. Brauchen nicht mal rumfahren. Ja, das war, glaube ich, eine 1A-Landung hier, super. Muss ich mal da so zum Hangar hinfahren. Boah, Alter, das ist schief. So. Bin da. Vector. Devin Westwood. Western. Hangar. Das ist jetzt hier wie Autokino, jetzt wird nur das Kino vor uns. Der mit seiner den Felge. Irgendwelche Flitzbiegel. Oh, yeah. Die warten auf mich. Feuerwerk. Oh, wunderbar. Gabax, zieh Finger. Abgestellt. Zack. Wie der da rumrast. Habt ihr das gesehen oder was? Nee, aber hey, macht dir das Auto kaputt. Ach, gute Arbeit, nicht. Sagt er mir. Ist doch schön. Gute Arbeit, bin ich gespannt. Yay. Oh. Ja. Ich würde sagen, bestanden. Boah, ich hab Bronze. Nee, ach, ich bin das. Oh, guckt euch's mal an, ey. Eiskühler Killer. Silber für das schöne Fliegen. Zuckerbach, mach mal an. Oh, und der Helm mit einer der schrottigsten Waffen überhaupt. Immer noch Gold. Ja. Aber ja, irgendwas macht ihr verkehrt. Die Mission ist vorbei, also können wir auch die Folge beenden, würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat, ne, einfach mal einen Daumen da lassen. Okay. Und, oh, da kommt noch ein Outro. Okay. Ja, genau. Nö, wunderbar. Das war's. Ja, dann würde ich sagen, ne, bis zum nächsten Mal. Bedanke ich mal für die Waffenauswahl. Moment mal. Oh. Genau. Ey, ich erschieß dich gleich. Tschüss. Ja. Jo. Ciao, Leute. So.